rausgeholt hat, an der Außenlinie, der sich da reinstellen kann mit seinem Körper. Das haben sie gut gemacht, aber ganz ruhig ist nicht geblieben und es gab leider noch ein Peter, es ist ein freies Game. Dazu geführt hat, dass man auch also in der Elfmetersituation zumindest hat er Maxi Eggestein und hat er berührt, für mich auch zu wenig, insofern alles in Ordnung. Ich denke, die nächste Szene wird dann das 2:1 werden. Genau, das war die 86. Minute und dann die 4. Minute der Nachspielzeit. Einfach weg das Ding von Rose und dann wird es richtig bitter. Bartels und hier ist teuer Koffee am Ball und dann verschätzt er sich und Bartels macht das super smooth und Augustinsson macht sein erstes Tor seit November 2018 und das rettet ihn am Ende den allerwertesten. Definitiv, ja. Ärgerlich eigentlich für teuer Koffee, dass er hier diesen Fehler nochmal gemacht hat. Er war ja deutlich am Ball, also war gar keine Chance für Werder Bremen. Aber sowas passiert halt und sie waren halt in der zweiten Halbzeit mehrfach auch technisch etwas unsauber in ihrem Spiel nach vorne. Deswegen gab es auch diese ganz klaren Möglichkeiten nicht. Auch für die Bremer nicht so richtig. Sie waren auf dem Weg nach vorne auch nicht so stark. Das wird sie sicherlich auch beschäftigen jetzt in der Sommerpause, dass sie auf dem Weg nach vorne etwas bewegen müssen, dass wir das verändern müssen. Aber sie machen hier da eigentlich ja das Entscheidende drin. Oh, und da sehen wir nochmal den Bauchklatscher von Florian Kohfeldt. Aber er musste dann doch nochmal zittern. 6. Minute der Nachspielzeit. Die Frage ist, gibt der Dr. Felix Brich diesen Elfmeter auch, wenn es 1:1 steht? Also ich sehe da auch einen Foul von Gegner Selassie, aber ich glaube, als Schiedsrichter tust du dich deutlich schwerer, so spät in der Nachspielzeit das Ding zu pfeifen. Ja, vielleicht hat er auch deswegen danach dann sofort abgeführt. Den Kleindienst. Diskussion aufgebaut. Bregger ist noch dran mit der Hand. Und der, ich glaube, alle Beteiligten wissen, dass das Spiel hier schon dann beendet wird. Aber ja, es ist zumindest mal für die Heidenheimer ein tolles Ergebnis, ein 2:2 auch gegen Werder Bremen. Ich meine, sie haben den Bundesligisten nicht verloren und das ist auch etwas, was sie mitnehmen können in die neue Saison. Da sind sie traurig fertig, das war total anstrengend, alle sind kaputt, Trainer, Betreuungsteam, alle, die ganzen Spieler, alles drumherum wird sich